Guten Tag. In diesem Video möchten wir die absenkbaren Bodendichtungen vorstellen. Grundsätzlich ist jede Stahlobjekttür standardmäßig für eine mechanisch absenkbare Bodendichtung vorgerichtet, wodurch auch eine Nachrüstung jederzeit möglich ist. Die mechanisch absenkbare Bodendichtung ist die gängigste Bodendichtung, vor allem in Verbindung mit einer Rauchschutzanforderung. Die Dichtung senkt sich während des Schließvorgangs ab und verringert den Luftspalt zwischen Oberkante Fertigfußboden und der Unterkante des Türblatts. Die Montage erfolgt im unteren Türabschlussprofil. Dabei wird die Schiene genietet und die Dichtung eingeschoben. Zu beachten ist, dass die Seite mit dem Auslöser immer zu den Bändern zeigt. Zur Feinjustierung der Bodendichtung wird der Gleitauslöser herausgenommen und durch Drehen der benötigte Hub eingestellt. Es empfiehlt sich ein Funktionstest, bei welchem ein Blatt unter der Dichtung während eines Schließvorgangs leicht geklemmt werden soll. Ein bündiger Zuschnitt der Dichtungslippe erzielt keine ausreichende Dichtigkeit und die vorgegebenen Leckrate kann nicht eingehalten werden. Als Alternative zur mechanisch absenkbaren Bodendichtung kann bei akuter Schleusenproblematik auch eine hydraulisch absenkbare Bodendichtung konfiguriert und auch nachgerüstet werden. Diese zeichnet sich durch einen zeitlich versetzten Absenkmechanismus aus, welcher am Modell optimal gezeigt werden kann. Die Hydraulik wird erst 8 Sekunden, nachdem die Tür geschlossen wurde, ausgelöst, sodass sich die Dichtung erst dann absenkt. Die Luft kann somit während dem Schließvorgang noch entweichen.